It's time for World Underground Wrestling. Was schaust du mir an? Es geht mir nicht. Übersiedelst du? Heute gibt's keinen feurigen Auftritt. Hey. Ich will das Glühwürmchen sofort boschen. Mit einem No Rules Match. Okay. Will unser Publikum ein No Rules Match? Nachdem wir ja Covid haben, kommt unsere diktatorische Diktatur zu tragen. Nichts gibt's heute. Machen wir ein ganz seriöses. Wir machen was, was wir noch nie gehabt haben in der WUW. Wir machen ein Mainstream Wrestling Match. Ja, genau! Richtigen Wrestling gegen mit Pinnfall! Und nur zur Erinnerung oder zur Ermahnung. Wir sind in Österreich, Heumarkt, Wien, gelbe Karte, rote Karte, Geldstrafe. Was für ein Scheiß ist denn das? Das wollte ich mir auch gerade fragen. Aber da muss der Schiri ja bis 13 können. Also ich sag eins, wenn sie Männer voll in die Goschen hauen können, dürfen das Frauen genauso. Ja! Sie dürfen das! Aber heute nicht! Es gibt jede Verfehlung, jeder Untergriff, jede illegale Aktion wird geahndet. Es gibt zwei gelbe Karten und danach gibt es die rote, also zweimal. Aber der sieht eh nichts. So viele wie mit dem Kasten. Nein, das ist nur. Das gibt nur eine Ordnungsstrafe von 500 Euro. Das ist es wurscht. Aber wenn du noch einmal Schitter machen müsst, dann brauchen wir eine Sympathieprämie für die Chabela, oder? Ja, wir haben ja aber ein relativ studentisches Publikum, weil alle keine Kohle. Damenspende! Was? Damenspende? Eine Damenspende. Eine Damenspende, Entschuldigung, ich war jetzt da irgendwie im Gläubigen. Ab da. Ja, und so fangen wir mal an bei einem richtigen, seriösen Covid-19-Match. Ende desinfizieren, aber rasch! Was für Seriosität, wie sind die Leute? Bei dem tollen Kampf haben sie auch nicht die Hände desinfiziert. Da hat es auch noch gesorgt. Ein Zombie, der ist eh schon vermodert. Alter, ich mach die eh nicht auf. Mach die Fierce! Du machst die Fierce! Du machst die Fäste, wo ich auf Schläge mit geschlossenen Fäusten sind verboten. Ich halte die Pappe. Damit du ein seriöses, schönes Wrestling-Match machst. Wir wollen sehen, was die Königin vom Keller technisch schon drauf hat. Ja, hol sie rein! Also hier kommt die Gegnerin! Das Mädchen! Was ist, wie ist, was ist? Das menschgewordene Pikachu. Er ist Chiri, so trägt man keine Maske. Was ist mit einer Flasche? Dann musst du aber der Zelina das mit den Regeln auch erklären. Die Zelina kennt die Regeln ja eh. Hast du das mitgekriegt hinten im Backstagebereich? Ja, sicher! Na, dann brauch ich nicht noch mehr reden. Die beste technische Wrestlerin hier im Stall, ja? Du! Dazu braucht man einen Bauch, wenn man das machen will. Ich kann es machen, aber nicht du. Zeig! Nein, jetzt nicht, ich bin leider. Kampf frei! Normale Wrestling-Regeln! Sieg durch Pinfall! Oder Aufgabe! Nur Pinfall! Antrax über Antrax über Topkick! Sehr schön! Ja, sie steht noch, da hätte ich nicht so viel feiern. Ah, na dann ist gut. Schöner Anblick! Oh, schöner Konter! Und ein Armbar! Ja, brieche das Astel, ist mein Standardspruch, ne?
Schwupsi! Alter, seid ihr jetzt besoffen? Ich bin der Schwupperne von uns drei! Ihr seid die Seriösen, das Töpfchen! Schwupsi, und Platz hat's gemacht und du bist jetzt! Ein schöner Abba! Danke, liebster Otto-Kringer, dass du wieder seriös bist. So, so werden das geht. Oh, Alter! Aber die Kraft von der Chabela ist doch größer. Oh, Alter! Aber ich glaube, dass die Lina hat nur mehr Muskeln aufpacken die letzten drei Monate als alle anderen Fans zusammen. So! So! Ich hab keine Masse, ich schau die Mandeln nicht so genau an. Ein Reversal folgt dem anderen, unglaublich gut. Sonst gibt's irgendwann im Spiel aus und das verkaufen wir. Schöner! Seid ihr doch nicht da! Jetzt ist eine Befreiung und ein Kopftuch gefliegt. Darfst du dir den Favoriten sagen? Gott sei Dank sind wir im 16, weil da ist viel anders! Wobei, ich hab nichts gegen Kopfdeckchen, weil ich glaube, das ist alles auch mit Kopfdeckchen um den Umkehren. Was soll der Blödsinn? Okay, jetzt tasten Sie sich an. Haut euch in die Pfeife. Naja gut, unter Abtasten verstehe ich was anderes. Zum Beispiel das. Hopsi, Wristlock, mir da ganz weh. Ich geh da hoch und bang lassen, aber das ist fad. Kommt da! Eine eigene Kreation eines Aufgabegriffes und ein Streich in der Niere. Deine Aufgabe. Oder wo hast du deine Nieren? Ich hab, also na, die Leber ist besoffen. Die Niere, ja, nicht, na gut. Meine Nieren müssen nicht gesund sein, so viel Bier wie es so auf, aber wurscht. Aber die beiden gehen schon ein gutes Tempo. Schneller als wir auf jeden Fall. Das ist kein Kunst. Du nervst doch! Schüssele! Punktdisziplin einhalten! Ich wollte gerade sagen, Alter, bei der Rettung oder bei der Polizei bist du wurscht. Das ist ja voll Chinesen, bitte, wir sind ein anständiges Lokal. Ja, das ist eine Zelina-Variation von Stretch. Gib das runter! Oh, Kamera! Kamera! Oh, 2-0. Bei 2 ist die Chabela rausgekommen. Ja, ja. Chabela, hau ihr ins Fries! Genau, Hut aufs Publikum! Oh, ja, das ist die Erfahrung von der Chabela. Ich hab gedacht, das war das Knie von der Chabela, aber macht nichts. Das war ich. Was ist illegal? Was ist? Was ist das, natürlich, die erste gelbe Karte für Chabela! Bitte notieren! Also im Wirtshaus haben wir den Anfang gemacht, ich verstehe das Verhältnis zumindest. Okay, die erste gelbe Karte, bei der zweiten ist der Kampf vorbei. Nein, bei der zweiten, die geht's noch weiter, die dritte war die rote, dann war der Kampf vorbei. Ja, so nehme ich meine Katzen auch. Bei was? Zwei! Das waren zwei! Juri! Das waren eindeutig drei! Ich hab's genau gesehen! Alter, ich hab's genau gesehen, das waren drei! Das Publikum ist genau zu sehen. Erste gelbe Karte für Zelina Power! Was zum
alle rauslassen. Die Schultern sind da, Schiri. Ich wollte gerade sagen, ich meine, ich lagert mich auch gerne auf der anderen Seite, aber die Schultern sind wirklich überhaupt. Ja, der Schiri ist ein alter Österreich. Das ist eine Unterstellung. Das ist ja schon Speak-Out, das kannst du nicht machen. Selina, lass es dir gefallen! Selina, lass es dir gefallen! Rum geht du mir her, tell me what you see! Gib mir doch meine Karte! Dann gibt's einen Pinnfall! Jetzt war es wirklich nur ein Zweikampf. 2,5, ich hab's ja noch nicht zu 2. Das ist eine Nase in das Kleine, andersrum natürlich. Ne? Ja, die Selina wird durchquatscht. Das war's! Wirbelwind! Wir haben in Österreich keine Wirbelwind. Wer mit Gary? Und ein Cover! 1, 2! Ja, aber, hey, Schiri! Die Schultern sind dort in der Gegend vom Kopf. Der Kopf ist... Egal, ich kann das verletzen. Power! Der passt nicht mit der Zelina Power, das gefällt mir eigentlich. Naja, hey, passt. Der Name ist Programm. Der Pfeil zeigt nach oben. Nur kein Pfeil. Das stimmt. Der zeigt da, oder? Jetzt zeigt er wieder oben, aber... Vorhin hat er aufgezeigt. Jetzt zeigt er auf, pass auf. Oh, Kala! Da geht der Reversal mit Kala, wo man die Angst hat. Auch noch ein Two-Count. Ich meine, dafür, dass wir in Underground Wrestling keine Kamera haben, ist das nicht einmal schlecht. Ui, gut! 1, 2, 3, 4! 5, 6, 7. 2. Also die Damen zeigen eine wunderbare Technik. Ja, ja. Die Ui, die schnaufen schon. Naja, im Unterschied zu uns hacken sie ja los. Ein neulicher Power Slam. Ein neulicher Counter. Das ist der Arsch! Mehr Arsch, mehr Gaude! Ist das Motto vom Schiri, denke ich mir gerade. Also, nein, der Schiri ist doch wieder Lüstling. Du kannst es probieren, was du willst, das funktioniert nicht mehr. Ein Armbar! Eine heile Aufgabe und ein Armbar! Jetzt bekommt sie die zweite Power! Sie steht! Ein dritter Kick schickt sie zu Boden! Der dritte Kick geht vorbei! Ein B.A.O. Was wird... Oh! Sehr schön! Das passt der Bulldog von mir aus! Wie lost, mein Junge! So, jetzt Kamera! Komm, Kamera! 1, 2, 3! Schulter mal um! Der Schiri kennt sie nicht aus. Schiri, du bist der Schiri! Und was sagst du? Du siehst mit ihr! Das war 2,9, aber es ist weniger als 3. Schiri, das ist illegal, illegal. Fußball vorbei. Nein! Bei uns, wir sind ja nicht im Fußball, wir machen Wrestling! Ja, bei uns gibt es auch da keinen Quarten, ohne Quarten und dann ist es vorbei. Finisher! Was Finish! Gute Finish! Gute Finish! 10 Minuten kannst du! Gala! Auch nur ein Zweikampf! Ob ihr wirklich richtig steht, sehen wir, wie das Licht angeht! Ja, deswegen mache ich keine Pinfalls, aber einmal wollte ich das auch gemacht haben. Und der Würstel! Wieder so ein legaler Würgegriff. Gute Umschreibung, wenn der Name nicht einfällt. Das ist ein Würgegriff.
Das ist alles Wrestling, was scheiße. Okay, dann sage ich jetzt ein toller Dragonhold. Bis jetzt zufrieden. Hast du es wirklich so? Ja! Genau, also kann einer zu